Herr Ernst, wo sehen Sie die Schwerpunkte des Angebotes von Kyndryl? Ja, vielen Dank, Herr Reiter, für die Frage und für das Gespräch heute. Ich glaube, die Schwerpunkte von Kyndryl, die kann man sehr einfach in zwei Standbeinen unseres Geschäftsmodells einordnen. Das eine ist ja, wofür steht Kyndryl als Anbieter von, wir nennen es Managed Services. Das heißt, das eine Standbein ist der Betrieb von IT, der Betrieb von IT-Infrastruktur und allem, was darauf läuft. Das heißt, wir betreiben für Kunden ihre IT in On-Premise-Rechenzentren, in der Cloud oder bei einem Hyperscaler der Wahl des Kunden. Standbein 1, wir betreiben IT. Das Standbein 2 ist dann das, was wir als Kyndryl Consult bezeichnen. Wir beraten Kunden und wir modernisieren mit Kunden die IT. Man kann dazu das klassische Projektgeschäft sagen. Das ist etwas, was wir auch unter anderem bei der Unimedizin Mainz tun. Das heißt, das sind so die beiden Schwerpunkte von Kyndryl, IT betreiben und diese Erfahrungen, die wir daraus sammeln, nutzen, um den Kunden zu beraten und IT zu modernisieren. Inhaltlich, Herr Reiter, ist dann natürlich noch zu sagen, welches Spektrum hat Kyndryl? Und da bieten wir ein sehr breites Spektrum ab. Angefangen von, wir nennen es Cloud Services, das heißt vom Aufbau von Cloud-Strukturen in unterschiedlichen Hyperscalern, sei das Microsoft Azure, AWS, Google, IBM Cloud, bis hin zum Aufbau von IT-Infrastrukturen, Modernisierung von Infrastrukturen in Rechenzentren. Das geht dann auch über das ganze Thema Service Management, Service Integration, kurzum, wie sieht ein moderner IT-Betrieb aus? Geht hin bis, wie sieht ein sicherer IT-Betrieb aus? Das heißt, das ganze Thema, wir nennen es Security und Resiliency, decken wir ab, von der physischen Sicherheit bis hin zu Security-Firewall-Konzepten. Und das könnte man nicht tun, wenn man nicht auch die Komponente des Networkings hat. Das heißt, wir bieten auch Services im Bereich Networking, Software-Defined LAN an, um eine gute End-to-End-Lösung zu betreiben und wieder den Kunden darin zu beraten, wie er es aufbaut. Und last but not least geht es auch bis hin zum, wir nennen es Digital Workplace Services. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Bis hin zu dem ganzen Thema Application, Data und AI. Wie sieht also eine Applikationsmodernisierung aus? Und wie gehen wir mit den Daten in Zukunft sicher um? Und wie managen wir Daten? Das ist so das Portfolio von Kyndryl, das wir unter anderem auch im Healthcare-Sektor in diesem Fall positionieren. Mit welchen Anforderungen kommen denn konkret Krankenhäuser im Allgemeinen auf Sie zu? Das ist eine sehr gute Frage und ich denke, man muss sich dieser Frage schrittweise nähern. Wir werden allgemeine Anforderungen haben, die natürlich industriespezifisch sind, aber dann wird es auch immer wieder, und davon bin ich überzeugt, das ist zumindest auch das, was wir in unseren Projekten und in unseren Kundensituationen sehen, kundenspezifische Anforderungen haben. Fangen wir mal an mit den allgemeinen Anforderungen. Da steht an allererster Stelle natürlich das Thema Datensicherheit. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, wie bauen wir Systeme auf, wie bauen wir eine moderne IT auf, die nicht nur skalieren kann, die nicht nur schnell auf neue Anfragen von Kunden reagieren kann, sondern die auch sicher ist. Und das sehen wir schon sehr ganzheitlich. Also auch so ein bisschen beispielsweise angelehnt an nationalen, internationalen Standards. Wie auch im Kontext Kritis schauen wir natürlich, wenn man Provider kritischer Infrastruktur ist, und das sind viele Krankenhäuser, als Maximalversorger haben wir dort beispielsweise die Universitätsmedizin Mainz in Rheinland-Pfalz, dann muss man einen gesamtheitlichen Ansatz wählen beim Thema Cybersicherheit, dass man nicht nur Abwehrmechanismen hat, sondern auch Kontinuitätsmechanismen, dass man weiß, für den Fall, dass IT doch einmal ausfällt, wie geht man damit um, dass man entsprechende Notfallkonzepte hat. Also wir betrachten das ganzheitlich von Sicherheits- und IT-Security-Lösungen über ein gutes Firewall-Management, über ein gutes Patch-Management bis hin zu guten Resiliency-Services-Leistungen, sodass man auch im Notfall entsprechend vorbereitet ist. Das ist das ganze Thema Security. Spezifische Anforderungen sind dann ganz sicherlich auch gewachsene IT-Strukturen. Damit haben wir es sehr häufig zu tun und das ist tatsächlich etwas Spezifisches. IT wächst, IT skaliert. Es gibt immer wieder neue Bedarfe, beispielsweise an einem Campus, in einem Krankenhaus, in einer Organisation. Neue IT wird aufgebaut und diese IT zu standardisieren, zu harmonisieren, um dann zu sagen, da kann man einen modernen IT-Betrieb drauf aufbauen. Zum Beispiel mit Virtualisierungstechnologie, das ist immer wieder eine Herausforderung, die wir feststellen. Und da gibt es nicht das eine Rezept.
Das muss man sich anschauen, wie ist die IT aktuell aufgebaut und wie standardisieren wir, harmonisieren wir sie, um zum Beispiel auch im Kontext der Energieeffizienz ein gutes IT-Konzept, eine gute Architektur aufzubauen. Und das erfordert Erfahrung. Da haben wir es wieder, die beiden Standbeine von Kyndryl. Da kommen wir mit unserer Beratungsexpertise am Anfang und analysieren eine Umgebung und schauen, wo und wie wird die IT aktuell betrieben und was sind unsere Schritte, um diese zu modernisieren. Welche Aufgaben umfasst denn konkret Ihr Auftrag aus der Universitätsmedizin Mainz? Ja, diese Frage hören wir zurzeit sehr häufig. Wir haben dort eine sehr vertrauensvolle Partnerschaft mit der Universitätsmedizin Mainz. Wir berichten ja auch an vielen Stellen über dieses Thema, so auch hier in diesem Medium. Und unser Auftrag steckt eigentlich in dem Namen des Projektes bei der Universitätsmedizin Mainz. Das Projekt heißt Ipsum. Jetzt mag man sich fragen, wofür steht Ipsum? Die Antwort lautet IT-Infrastruktur, Prozesse und Services an der Unimedizin Mainz. Und das ist tatsächlich genau der Scope des Projektes, das wir dort vor uns sehen, dass wir in einem ersten Schritt die IT-Infrastruktur, also die Plattform, auf der IT an diesem gesamten Campus betrieben wird, so wie ich es eben schon sagte, standardisieren, in ein modernes Environment, in einem modernen Environment aufbauen, eine moderne Architektur wählen, inklusive Virtualisierung, inklusive moderner Storage-Lösungen. Und wenn wir diese Struktur, diese Plattform aufgebaut haben, dann können wir moderne Prozesse zum Service-Management, zur Service-Integration für den Service-Desk ausrollen, die wir definiert haben, sodass am Ende des Tages die Nutzer am Campus der Unimedizin Mainz auch davon profitieren und ein besseres, und das ist ja die dritte Dimension von Ipsum, ein besseres Serviceerlebnis haben. In jeglicher Dimension. Es fängt von dem Thema der WLAN-Nutzung an und geht hin bis zur Nutzung von standardisierten Anwendungen, von schnellen Anwendungen und auch von Requests, die man stellt, dass sie schnell bearbeitet werden und man eine zuverlässige und sichere IT hat. Um welche Zielgruppen geht es denn hierbei in Mainz? Ja, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Wir hatten es gerade eben ja schon mal ganz kurz erwähnt. Das ist das Interessante am Projekt Ipsum, dass die Zielgruppe eigentlich die gesamte Belegschaft, der gesamte Campus, somit auch die Studenten, aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Campus der Universitätsmedizin Mainz sind und auch die angebundenen Partner. Warum ist das so? Ich hatte eben erwähnt, in Ipsum steckt natürlich der Infrastrukturpart. Das bedeutet, wir bauen die moderne Plattform, die moderne IT-Infrastrukturplattform auf der Anwendungen betrieben werden, auf der Services betrieben werden, mit denen jeder, jede Klinik, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter an diesem Campus arbeiten kann. Somit werden wir in einem ersten Schritt natürlich an den Grundlagen arbeiten und die IT-Abteilung an der Uniklinik Mainz wird natürlich erst einmal davon profitieren, indem man eine gute Ausgangssituation hat, um dann Prozesse und Services auf dieser Plattform aufzubauen. Und das kommt letzten Endes jedem Nutzer der IT am Campus zugute. Seien das die einzelnen Kliniken, seien das die einzelnen Verwaltungsorganisationen. Es betrifft also am Ende des Tages jeden. Und deswegen brauchen wir bei dieser Transformation auch jeden. Und das muss man auch entsprechend kommunizieren. Das machen wir mit Newsletters etc., sodass man hier auch sich dieser Transformation bewusst ist. Welche Herausforderungen gab es denn bei der Umsetzung? Ich denke, auch hier muss man, hier gibt es keine Standardantwort. Hier gibt es nicht die eine Herausforderung. Ich denke, das ist am Ende des Tages eine Kombination aus Herausforderungen, die etwas spezifisch auf die Universitätsmedizin 1 gemünzt sind, aber auf der anderen aufgrund von gewachsenen IT-Strukturen beispielsweise. Und das sind Herausforderungen, die man in vielen anderen Organisationen auch sieht. Ich glaube, wenn wir das auf eine Ebene höher legen, dann können wir das eingrenzen mit Herausforderungen in der Organisation selbst. Wir sagen ja, dass das Projekt Ipsum ein Transformationsprojekt ist. Das heißt, es steckt in dem Wort Transformation. Am Ende wird etwas anders sein. Es wird also nicht gleich sein. Somit werden wir Organisationen und Abläufe und Prozesse verändern. Und das ist, der Mensch ist vielleicht manchmal ein Gewohnheitstier und man muss Dinge mit Veränderungen umgehen, diese Veränderungen gut kommunizieren. Herausforderung Nummer eins. Damit einhergeht, dass Abläufe, dass Prozesse verändert werden,
wie wir IT bereitstellen, wie wir IT aufbauen, aber auch wie man einen IT-Service liefert und ihn vielleicht auch abrechnet, wie man IT als Service konsumieren kann. Das verändert sich ebenfalls. Diese Prozesse müssen klar sein. Es hilft nichts, wenn man sie nur definiert und dann im Ausrollen nicht klar kommuniziert, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht klar darin schult, dass sie diese Prozesse auch verstehen, den Service Desk beispielsweise schult. Das sind die prozessualen Herausforderungen. Und zu guter Letzt die technischen Herausforderungen natürlich. Ich hatte es eben schon gesagt, wir finden oftmals gewachsene IT-Strukturen vor. Das hat seine Gründe. Aber wir müssen natürlich lernen, damit umzugehen. Wir können nicht auf der grünen Wiese aufbauen, in den seltensten Fällen. Das heißt, wir müssen lernen, wie schaffen wir es, eine gewachsene IT-Umgebung, gewachsene Prozesse ein Stück weit zu standardisieren, zu vereinheitlichen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die sehr vielfältig ist. Wurde denn der Krankenhausbetrieb gestoppt, damit Ihr Projekt umgesetzt werden konnte? Also das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde natürlich sagen, IT ist wahnsinnig wichtig und deswegen steht das auch im Mittelpunkt. Aber keineswegs und zu keinem Zeitpunkt dürfen Sie natürlich einen Krankenhausbetrieb stoppen. Das ist sind wir wieder beim Thema der technischen Herausforderungen, dass wir uns natürlich überlegen müssen, wie schaffen wir es, und das ist die absolute Notwendigkeit, wie schaffen wir es, dass die Basis-IT-Funktionalität vorhanden bleibt, während wir im laufenden Betrieb diese IT modernisieren. Und da kommen die Punkte wieder zum Tragen, die wir ganz zu Beginn dieses Interviews angesprochen hatten, als Sie mich fragten, was sind die wichtigsten Dimensionen? Und ich sagte, es ist Security und das Thema Kontinuität. Das heißt, wir sagen nicht nur, in der Zukunft braucht es Kontinuitätspläne, wie sehen beispielsweise Datenspiegelungen in redundante Systeme aus. Das ist etwas, was wir aktuell schon aufgebaut haben, um zu sagen, man betreibt zum Beispiel die IT, wie sie aktuell schon aufgebaut ist. Und parallel ziehen wir neue IT-Architekturen hoch, bauen wir neue IT auf, neue IT-Infrastruktur. In parallel definieren wir neue Prozesse, die wir stufenweise einführen. In parallel schulen wir Mitarbeiter, Themen neu anzugehen, neue Arbeitsabläufe zu studieren. In parallel arbeiten wir mit IT-Service-Lieferanten an neuen Lösungen. Das muss ein Stück weit parallel funktionieren. Und dann wird es ab einem gewissen Punkt auch das Datum des Upgrades geben. Und das müssen Sie gut kommunizieren, damit es hier zu keiner Unterbrechung kommt und damit Sie darauf vorbereitet sind. Und die Antwort darauf ist meistens ein gutes Testen im Vorfeld und eine gute Kommunikation. Welche weiteren Leistungen sind denn Teil dieses Auftrags? Naja, Teil des Auftrags, darauf würde ich jetzt weniger eingehen. Ich glaube, das haben wir eben schon skizziert mit dem Projekt Ipsum. Aber wenn man auf weitere Leistungen eingeht, die auf dem Projekt Ipsum aufbauen, das ist etwas, was sehr spannend ist, wenn wir also etwas in die Zukunft schauen. Mit dem Projekt Ipsum, Infrastruktur, Prozesse und Services, haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Das heißt, wir haben nicht nur definiert, wie sieht ein IT-Betrieb in einem Krankenhaus-Environment in der Zukunft aus und wie baut man ihn sicher, skalierfähig auf, sondern man hat die Grundlage geschaffen, um dann zu sagen, wie sollen moderne Anwendungen betrieben werden? Wie sollen moderne Kollaborationstools zum Beispiel betrieben werden? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Das sind alles Themen, die jetzt darauf aufbauen können, jetzt wo man mal eine klare Architektur hat, wo man Systeme ein Stück weit konsolidiert hat, wo man sich auch um das Thema der Energieeffizienz Gedanken gemacht hat, um darauf aufzubauen. Das heißt, in jegliche Richtung, jetzt gerade mit Fokus auf die Endanwender, haben wir massiv viele Möglichkeiten, um zu sagen, wir fokussieren jetzt zum Beispiel auf die Themen des digitalen Arbeitsplatzes der Zukunft. Ist also das Mainzer Projekt beispielhaft für die Perspektiven im Gesundheitswesen? Ich würde sagen, es ist beispielhaft. Es ist sicherlich kein Standard-Case, auch wenn das wünschenswert wäre. Warum differenziere ich an dieser Stelle? Beispielhaft in der Art und Weise, in der man sieht, mit wie viel Motivation diese Transformation angegangen wird. Und zwar über die gesamte Organisation hinweg. Von dem Vorstand aus bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diesem Campus, wie das Thema getragen wird, wie man die Notwendigkeit sieht, IT zu modernisieren. Und wie man auch realisiert, das war ja auch eben Ihre Frage, neben dem eigentlichen IT-Betrieb sich zusätzliche Unterstützung an Bord zu holen,
wie in diesem Fall eben von Kyndryl, um zu sagen, man modernisiert die IT. Das heißt, beispielhaft in der Form, dass es ein Vorzeigebeispiel für Willenskraft und Motivation ist, etwas auch umzusetzen. Und so eine Transformation ist nie einfach, vermutlich per Definition. Beispielhaft in der Art und Weise, dass man sagen kann, wie kann man so etwas aufbauen? Es ist ja kein Big Bang, in dem wir von heute auf morgen eine neue IT haben, sondern beispielhaft in der Form, dass man sagt, man kann ein solches Programm über mehrere Monate oder Jahre aufbauen, wie in unserem Fall von der Infrastruktur kommend, über die Prozesse, über die Services und Stück für Stück diese Transformation angehen, nachvollziehbar angehen, in homöopathischen Dosen angehen, um zu sagen, man nimmt auch jeden an diesem Campus mit. Thank you.